Hallo Donnerstadt, willkommen bei meinem heutigen Donnerstadt Live Talk. Und es sind bereits Fragen gekommen und Werner hat gefragt, sehr geehrter Bezirksvorsteher, die Parkanlage fährt an den Stranskiweg, Ernst-Jandl-Weg, Kaganerplatz und Falkogasse sind im Stadtplan wie nicht erkennbar, nur der Latinik-Park ist im Stadtplan sichtbar. Mit einer Ergänzung, dass nur der Latinik-Park mit Parkbänken ausgestattet ist, in allen anderen genannten Parkflächen ist keine Sitzmöglichkeit erkennbar. Schattenspendende Bäume sind, wenn auch noch klein, nur im Latinik-Park vorhanden. Die genannten Parkflächen sind bitte noch durch Parkbänke und Bäume zu ergänzen. Zwar Baschurk, das erste die Benamsung, ob er ersichtlich ist oder nicht. Da haben wir jetzt da 5 Minuten lang ziemlich gekämpft hier im Büro, weil am Stadtplan bei Wien.at sind sie ersichtlich. Zumindest kann man es anklicken und sieht es dann. Jetzt ist die Frage, ob das mit der Benamsung ein Problem ist und irgendwie schaffen wir das nicht so ganz herauszubekommen, sind sie drin oder sind sie nicht drin. Also zumindest möglicherweise in Google nicht, aber am Stadtplan Wien sollten sie eigentlich ersichtlich sein, sagt mir der eine Teil meines Büros. Der andere Teil des Büros sagt, sie sind nicht genau zu erkennen. Das müssen wir jetzt da erstens einmal reagieren, was tatsächlich der Fall ist. Und wenn da irgendwo bei einem Ablauf was nicht passt und dort gehört, das korrigiert, natürlich gehören die dementsprechend ersichtlich zu sein, beziehungsweise dass man es erkennen kann. Das ist die eine Seite. Die zweite ist, dass es so ist, ob Bänke, welche Bänke, wo sind Bäume, wo sind Schattenmöglichkeiten, das werden wir sich jetzt Park für Park ansehen. Ich bringe das schriftlich nach, ich muss leider gestehen, ich habe die nicht auswendig. Bei Bänken haben wir immer so eine Problematik, muss man auch dazu sagen, dort verweilen die Leute sehr gerne, was ja der Sinn und Zweck von einer Bank ist, was aber auch dazu führt, dass öfters auch in den Abendstunden oder in den späten Nachtstunden diese frequentiert werden. Aus dem Grund gibt es dann immer wieder Wünsche, Bänke wegzuräumen bzw. zu verschieben, irgendwo hinzugeben, wo es weniger die Nachtruhe stören. Auch da muss man sich ansehen, was tatsächlich der Grund war bzw. warum sie wo sind. Alfred Seiser, was passiert mit der freien Fläche vor dem Schulcampus Bersgasse, Kreuzung Quadenstraße, wo einst die Baucontainer standen, zurzeit sehr hässlich, weiß ich nicht auswendig. Muss ich ehrlich gestehen, aufgrund dessen, dass Lagerflächen waren, ich gehe mal davon aus, dass sie zu Erholungsflächen kommen werden. Also ich glaube nicht, dass dort irgendwas baulich geplant ist, wüsste ich nicht, muss ich nachbringen. Ich denke, das wären Grün- und Freiflächen, aber das bringen wir nach. Werner fragt weiters, im Kreuzungsbereich Rennbahnweg mit der Obachgasse sind noch Schutzwege zu markieren, analog dem Kreuzungsbereich Rennbahnweg mit der Bannetgasse. Also es gibt dort bereits Fahrbahnteiler und Fahrbahnvorziehungen, die gemacht wurden. Die Schutzwege haben wir das Problem, auf das ich immer wieder eingehe, dass zu wenig Personen die Straße queren. Aus dem Grund haben wir, weil Schutzwege nicht machbar sind aufgrund der Vorgaben und Vorschriften, haben wir diese Querungshilfen bzw. den Fahrbahnteiler dort errichtet. Das heißt, man kann auf zwei Teilen gesichert rüberzugehen. Manchmal sind einfach zu wenig Passanten bzw. Menschen, die die Straße queren. Da kriegen wir keinen Schutzweg. Das ist derzeit dort der Fall. Der Christian Fieder, lieber Jans, servus. Ich wurde von mehreren gefragt, ob heuer der Ostermarkt in den Blumenhierstädten stattfindet oder nicht. Glaube ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass bei der derzeitigen Situation es möglich ist. Ich weiß das nicht im Detail. Würde mich wundern, weil ich glaube, dann hätte ich schon erfahren, dann wäre ich schon informiert worden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Bestimmungen kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt möglich ist, einen derartig stark frequentierten, beliebten Markt abhalten zu lassen. Die Gefahr ist einfach zu groß. Die Zahlen geben das sicher nicht her. Ich wage es zu bezweifeln, ich werde auch diese Information nachliefern, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn ich gegangen bin, möchte ich verweisen auf die Teststraße, die wir im Austria Center haben. Da haben wir zwei Formen. Zum einen der Walk-in, wo man zu Fuß hingeht. Die kann man nur nutzen, wenn man keine Symptome hat.
Für kostenlose Schnelltests, da werden ausschließlich Antigentests durchgeführt, das ist per Nasenrachenabstrich, und die gelten auch als Eintrittstest, zum Beispiel für körpernahe Dienstleistungen. Der Drive-In, wenn jemand Symptome bereits hat, beziehungsweise aber in jedem Fall fahrtüchtig ist, da brauchen wir gar nicht diskutieren, da kann man über den Drive-In kommen, und dort ist es notwendig, eine Terminreservierung und einmalige Registrierung durchzuführen. Und auch da online oder über das Gesundheitstelefon. Und was wir dann noch haben ist, wir haben dann noch ärztliche Behandlungen, die möglich sind, also Corona-Tests, in den Checkboxen bei grippeähnlichen Symptomen wie Schnupfen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen können die Donaustädterinnen und Donaustädter, aber auch die anderen Wienerinnen und Wiener zu einer Checkbox gehen. Zwei davon haben wir in der Donaustadt, und zwar in der Herzog zu Karlstraße 227 und am Schrödinger Platz 2. So, Birgit Eigner. Die Kreuzung Plattensteiner Gasse, Biberhaufenweg. Jo. Man sieht sehr schlecht nach links durch buschparkende Autos, leichter kümmern der Straße. Wäre vielleicht ein Verkehrsspiegel möglich. Den Strauchüberhang werden wir sofort weiterleiten. Überhaupt, wenn dort Gefahr im Verzug ist, muss dort etwas gemacht werden. Beim Spiegel muss ich leider sagen, nein, wir machen keine Verkehrsspiegel. Die Verkehrsspiegel habe ich auch schon öfters diesbezüglich die Argumente gebracht, aber erstens unterschiedliche Höhen, es ist beschlagen dann teilweise bei Regen ist oder wenn ein Nebel ist oder beim Schnee zum Beispiel. Die Sichtweise selbst ändert sich natürlich, ist ein Unterschied, ob du in einem kleinen Spurtauto sitzen tust oder kommst mit dem LKW daher, was nichts daran ändert, dass der Spiegel nur auf eine Höhe ausgerichtet ist. Es sind Radfahrer, Fußgänger gerade im Spiegel sehr schlecht zu erkennen. Es täuscht, es blendet. Wir sind gegen diesbezügliche Spiegeln und werden diese auch in der Donaustadt, bei den Straßen nicht verwenden. Bei den Einfahrten und Ausfahrten, Ausfahrten hat schon einen Sinn. Da kommen auch immer dieselben Leute, die haben schon darauf eingestellt. Teilweise sieht man ja gar nicht. Aber die Straße muss einsichtig sein, die Kreuzung muss einsichtig sein. Und wenn da Hindernisse sind, wie zum Beispiel Sträucher, dann müssen diese entfernt werden. Das ist notwendig. Andreas, ich hätte mich ja fast gewundert, dass der Andi sich nicht melden tut. Lieber, kannst du bitte dich schlau machen, wer für die Böschung der A23 auf die Herstettner Straße gleich rechts nach der Autobahndurchfahrt Richtung Stadt, dort ist nur Müll entlang der Böschung, wie auch auf der dortigen Grünfläche. Ich werde dafür sorgen, wer immer verantwortlich ist, dass der Müll wegkommen tut, unabhängig davon, wer dort zuständig ist. Müll auf den Straßen hat in der Donaustadt nichts verloren, der gehört weg. Und der Werner sagt noch, Kreisverkehr der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Breitenlehrgasse, Ludwig-Reindl-Gasse, ja, wobei Kreisverkehr da haben wir nicht. Der Kreisverkehr selbst ist viel zu groß von der Fläche her oder würde viel zu viel Fläche benötigen, das ist dort leider nicht machbar, aber es kommt dort eine Lichtsignalanlage im Zuge des Ausbaus der Breitenlehrstraße, in diesem Bereich. Wir beginnen mit den Bauarbeiten, meines Wissens, wenn man nicht alles täuscht, im Herbst diesen Jahres noch, und im Rahmen, im Zuge dessen, wird auch dort eine Lichtsignalampelanlage, also eine Ampel, hinkommen. Für den Kreisverkehr haben wir einfach nicht die Flächen. Es sind jetzt keine Fragen mehr offen. Ich traue mich ja fast nicht sagen, aber der nächste Donaustadt Live-Talk findet in 14 Tagen am Donnerstag am 1. April statt, um 11 Uhr. Und bin gespannt, ob sie überhaupt einschalten tut, weil es vielleicht keiner glauben wird. Oder ob wir sagen, dass er kommen tut und schalten uns. Ja, lustig. Nein, am 1. April um 11 Uhr. Ich werde mir meinen 1. April-Scherz schon vor irgendwie ausdenken, damit ich es am 11. nicht machen tue. Und ich würde mich freuen, wenn ich viele Donaustädterinnen und Donaustädter wieder dabei begrüßen darf und wenn sie auch im Nachhinein offline sich das Video ansehen. Ich freue mich, wenn wir uns am 1. April um 11 Uhr wiedersehen. Bis dahin alles Gute und gesund bleiben. Das war ziemlich informativ. Vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Ich warte so lange. Passt. Bis dann.